Heute ist mal wieder Zeit, über Schuhwerk zu reden, denn ich neige immer mehr dazu, mir Schuhe zu kaufen oder natürlich auch zu benutzen, die den Fuß eher fördern in seiner gesunden Funktion, als ihn daran hindern. Klingt wie ein einfaches Konzept, aber ich möchte mal behaupten, dass 90-95% der Schuhe, die heutzutage so getragen werden im Alltag und natürlich zu Veranstaltungen oder im Beruf, dass diese Schuhe natürlich nicht helfen, die Funktion des Fußes zu fördern. Diese Schuhe haben zwei Parameter, die das tatsächlich tun, denn sie haben als erstmal eine breite Zehenbox, das heißt, sie sind im Vorderfußbereich sehr breit, und warum das nützlich ist, erkläre ich gleich, und sie haben eine sogenannte Nullsprengung. Diese Schuhe sind keine Barfußschuhe, denn sie haben halt durchaus Federung und Dämpfung, aber sie haben Nullsprengung, das heißt, vom Absatz nach vorne besteht kein Winkel, kein Grat, wo das abfällt, wo die Kräfte sich im Vorderfuß sammeln, sondern der Fuß wird gleichmäßig belastet. Und das hat viele Vorteile. Wie du hier sehen kannst, in meinem linken Fuß habe ich jetzt so Silikon-Zehenspreizer zwischen meinen Zehen. Und die helfen, die Zwischenfußmuskeln, auch die feinen Muskeln in der Fußsohle, zu aktivieren beim Laufen. Und da diese Schuhe vorne so schön breit sind, kannst du diese Dinger auch in den Schuhen anziehen. Und in dem Falle einfach die Socke drüber, in den Schuh. Und schon hast du die Möglichkeit, auch diese sehr hilfreiche Werkzeug für diesen Zehenspreizer in deinem Schuh zu tragen, und somit die ganze Zeit, während du unterwegs bist, kannst du damit deine Füße kräftigen und fördern. Wie jedes, sag ich mal, neue Sportgerät ist auch hier natürlich etwas vorsichtig geworden. Nicht versuchen, den ganzen Tag damit rumzulaufen, aber meistens am Anfang ist nach 20, 30 Minuten sowieso so, dass die Fußmuskeln anfangen, etwas zu schmerzen. Dann einfach rausnehmen das Ding und vielleicht am selben Tag oder am nächsten Tag wieder nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und so kannst du dich langsam ranarbeiten, diese neue Aktivität für deine Füße zu entdecken und damit natürlich nicht nur deinen Füßen, sondern auch deinem Knie, deiner Hüfte, deinem Rücken eine wesentlich bessere Position zu geben, alle Muskeln zu nutzen, um dich zu stabilisieren.